Hi, ich bin Ricardo. Vor 4 Jahren habe ich mir eine Neptun 22 gekauft und diese aufgebaut. Dieses Jahr hatte ich ein Ziel vor Augen. Von Bremerhaven einmal entlang der Ostseeküste fahren. Dabei begleiten mich Josie, Mohammed, Flori, Tore, Andreas und Fabi. Lasst uns unsere Erlebnisse mit euch teilen bei unserer Deutschland-Küstentour. Jetzt. So, guten Morgen. Wir sind jetzt auf der Reise nach Nassauort. Wir haben heute wieder ganz schön große Wellen. Haben gerade schon Fluch der Karibik dabei gehört. Hat sich ganz gut dazu gemacht. Film mal nicht, sonst sehen die nicht, sonst sehen die noch, dass wir noch den Motor der Kai hochziehen müssten. Ach so, ja. Psst. Das weiß hier keiner. Ach, was? Also nicht jetzt Segel. Das ist bloß ein Stromgenerator hinten. Ach so, läuft. Ja, natürlich. Ich verstehe das Problem gar nicht. So, also die Segel stehen nicht, wie man sieht. Wind ist wenig, aber die Wellen sind gut. Eine scheiß Kombi. Guck mal die Dinger an hier. Meine Fresse. Ist auf jeden Fall mehr als ein halber Meter. Wie viel ist denn das? Also von Berg bis Tal, 1,5 Meter. Achso, Länge. Weh. Wiederkehr oder was? Höhe von... Meinst du, es ist ein 1,5 Meter Wellen? Quatsch. Das sind nicht alle, aber einige. Guck mal, 70 cm hoch, 70 cm runter, bist du ja schon bei 1,40. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, keine Ahnung. So, ich habe jetzt jedenfalls noch was anderes zu tun. Navigation. Läuft soweit erstmal wieder. Den Strom haben wir geladen, weil wir hatten schon wieder ganz schön wenig Spannung. Was jetzt das große Problem ist, unser Wasserhahn hat den Arsch hochgerissen. Das liegt aber wahrscheinlich hier an dem Wasserhahn. Den habe ich jetzt erstmal zerlegt. Es liegt blöderweise an dieser Spannungseinheit. Das ist einfach bloß ein Schalter, mit dem man hier dreht. Und beim Drehen schaltet man hier eigentlich so einen anderen Pippus rein, der ihn hier einfach hoch reindrückt und ja, die Spannung weiterleitet an die Pumpe hinten. Aber da ist jetzt die Seitenbefestigung abgebrochen. Was für eine Scheiße, ey. Wie geht das? Ja, muss ich jetzt erstmal eine Lösung finden. Aber wie es immer so ist. Ich bin jetzt aktuell damit fertig geworden. Hab den neuen Kontakt, sag ich mal, mit dem Strapsband ersetzt. Und dann nochmal zweimal an dieser bestimmten Stelle, wo es halt gebrochen ist, bin ich dann nochmal mit Strapsen lang gegangen. Und ja, anscheinend hat das gut funktioniert. Ich habe zwischenzeitlich das schon mal getestet. Nun habe ich alles wieder angebracht. Kann man das sehen, ja, es ist ein bisschen spartanisch, beziehungsweise ein bisschen aus den 90er Jahren bestimmt noch. Aber solange es funktioniert, ja. Ich mache jetzt mal eine Endabnahme. Jo, läuft. Mir ist es vielleicht dezent übel, weil es hier die ganze Zeit schaukelt wie sonst was. Aber ja, scheiß drauf. So, wie geht's euch, Männers? Haben sich die Wellen gelegt? Beruhigt. Anscheinend sind wir noch ein bisschen müde, oder? Soll ich ein bisschen anrufen? Oh, du denkst. Er könnte selbst entscheiden. Ich habe hier lange noch nicht mehr auf den Kurs geguckt. Wie weit sind wir jetzt eigentlich gekommen? Stunde fahren wir schon, wa? Oh, endlich mal Wind. Hey, da sind ja Wälder. Wo kommen denn die her? Das ist jetzt nur, weil der Wind von der Seite kommt, nicht mal von vorne. Okay. Das ist jetzt nur, weil ich angelaufen bin. Aber haben wir jetzt auch mehr Geschwindigkeit? Wir fahren 5,2 Knoten, eigentlich ordentlich. Wollen wir bald ja gehen? Das Wasser muss hier weg. Irgendwer muss jetzt mal wegkippen, wenn es geht. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Sehr freundlich. Jetzt werden wir erstmal noch mal ein bisschen kochen. Aber wie man sieht, es ist nicht warm draußen. Ich war auch gerade die ganze Zeit draußen. Und anscheinend geht der Regen wieder gut los. Eben gerade ging es eigentlich noch. Ich mache jetzt einfach eine Wiener Melange. Also das schön süße Zeug. Und dazu gibt es ja, einen schönen Rum zum Warmhalten. So, da fängt es an zu kochen langsam. Ja, sehr abenteuerlich. Ich muss ab und zu das hier ganz schön festhalten. Es regnet langsam ein bisschen dolle rein. Ich hoffe mal, dass nachher was auf dem Grill landen kann. In der Pfanne. Mal sehen, ob was anbeißt. Werden wir ja sehen. Na, wie geht's euch? Hast du eigentlich mal wieder was an der Angel gehabt? Ja, nö. Und wieder ist relativ. So. Ja, dann fahren wir da oben rein gleich. Was meinst du? Was soll denn das bringen? Ich kann ja nicht gehen. Sagst du, wie das geht oder ich das selber nehme? Oh!
Er wird gleich wieder mitgespült. Bleib am Steuer, guck nach vorne. Ja, yeah. Fuck. Fuck! Gott sei Dank ist die GoPro wasserdicht. War vielleicht auch nicht so schlau, die da reinzustellen, aber pst. Und es war vielleicht nicht so schlau, es offen zu lassen. Und wenigstens ist das Zeug jetzt ungerührt. Deine Mutter, deine Mutter. Danke für das Ständchen. Oh Mann. Wie haut's denn da aus? Da kann ich ja leicht um die Ecke gucken. Man sieht's da bloß so scheiße dunkel aus da vorne oder was? Alter, wir fahren ja voll in die Scheiße rein. Aber die Scheiße ist die ganze Zeit schon vor uns. Ja, die Scheiße ist das, was über uns weggezogen ist. Wir sind da dann schon vorbei, das war, wo Merrick war. Echt? Ist ja ein Ding. Also, glaub mir mal, die wollten über uns und ich. Wer weiß, das kann ich aus Erfahrung sagen. Jetzt fang doch mal endlich was, Mann. Wir wollen heute Abend Fisch essen. Dann gibt's jetzt mal was. Firma. Wo sind die? Aber da müssen wir das auf den Boden fallen lassen. Für wo? Wie sind die Dinger? Nein, für die Dorf. Wählen schon wieder zu? Nee, ich fahre einfach nur scheiße. Manchmal noch so. Aber da kann man ja auch nicht richtig fahren. Und wir haben auf jeden Fall gute Geschwindigkeit eigentlich dafür, dass wir das große Ding draußen haben, den Motor ganz wenig an. 3 Stunden 50 Minuten sind wir noch unterwegs. Weil auf einer Welle sind nochmal hunderte kleine Wellen. Auf den hunderten kleinen Wellen kräuselt nochmal der Wind die Oberfläche. Das entspricht jetzt ziemlich dem Chaos. Wir sind jetzt so gut wie da, wie wir uns gerade auf der Karte gesehen haben. Aktuell können wir mit dem Wind halbwegs gut segeln. Könnte mal wieder ein bisschen nachgestellt werden. Problem ist jetzt aber, der Wind kommt jetzt von da vorne. Vorhin kam er aber von da hinten. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ist halt so. Das ist aktuell ein Autoflot wiederfahren, weil zwischenzeitlich dachten wir, die Wellen sind kleiner geworden, aber mittlerweile ist das auch nicht mehr so ganz wie vorher. Wir haben jetzt gerade wieder gekocht. Wir haben uns gerade schon eine Dose reingezogen, ne? Was gibt's jetzt Schönes? Kartoffelsuppe. Frisch gemacht, ja. Gerade die ganzen Kartoffeln geschält. Frisch? Ja. Kurz nachdem wir hinter der Halbinsel gefahren sind, ist sofort der Seegang verschwunden und wir hatten wieder das beste Wetter. Die Hafeneinfahrt ist wieder sehr schmal gewesen und im Hafen hatten wir wieder Probleme, einen Platz zu finden. Die meisten Boote haben sogar in dritter Reihe gelegen. Wir haben einfach ziemlich weit am Land später angelegt, das ging auch wirklich nur, weil wir sehr wenig Tiefgang haben. Gegen Sonnenuntergang kam noch jemand auf die glorreiche Idee, eine ewig weite Wanderung zu unternehmen, um den Sonnenuntergang von der Sonnenseite genießen zu können. Dreimal durften wir raten, wie der Sonnenuntergang war. Sehen Sie gar nichts. Wir sind jetzt so gerade in Darsen und hier ist so ein toller Wanderweg. Es ist langsam dunkel. Kannst du mal den wir schaffen das so mit dem Sonnenuntergang. Ich wette da lang, weil da kommt irgendwann wieder Wasser. Ja, wir wollen ja auch zum Wasser. Ja, das denke ich auch. Ist da vorne nicht schon direkt die Küste da bei diesem Turm? Quatsch. Oder? Ich glaube nicht. Das ist die Frage. Ich sag schon, so beginnen schlechte Horrorfilme. Schlecht beleuchtet. Also da vorne kommt halt so eine Art Naturregum, was auch immer das sein soll. Da ist noch irgendein Leuchtturm.
Tja, ich würde einfach da lang. Ich würde sagen, auf dem Handy sieht es so aus, als ob man ja keinen Sonnenuntergang mehr haben kann. Ich glaube, es sind doch so viele Wolken da, dass der Sonnenuntergang nicht schön wird. Was? Ich sehe den Weg nicht. Ich wette, ihr fällt gleich irgendwer runter. Das ist doch wunderbar. Das sieht man überhaupt nicht. Ja. Nachdem wir nach einer Weile ein Wildschwein entdeckt haben, was plötzlich 2 Meter von uns entfernt aufgetaucht ist, haben wir schleunigst den Heimweg angetreten und sind auch wieder in ein Stück beim Boot angekommen. Alle hatten ordentlich Knast. Heute wird es zum Abendbrot geben. Anscheinend Erdnussbuttersoße mit Kokosmilch? Erdbeer? Erdbeer? Also der Eingang ist jetzt erstmal versperrt für ein paar Stunden. You shall not pass. Ich muss jetzt erstmal die Butze hier aufräumen. Das sieht ja schon wieder aus wie Scheiße und ich finde die Hälfte meiner Sachen schon wieder nicht wieder. Das geht mir echt auf den Sack. Das Boot kann auch so klein sein, aber du findest trotzdem deine Sachen nicht wieder. Gerade ist schon wieder eine Box abhanden gekommen, eine Bluetooth-Box. Absolut nicht wieder auffindbar, ey. Nee. Ich hoffe, ich finde die wieder, sonst ist Josi sauer. Das ist nämlich nicht meine. Wohin es als nächstes geht, werdet ihr im nächsten Video erfahren. Adios.